Grüß euch. Auch ich nutze die Regenpause. Was habe ich gemacht? Schaut her. Und das empfehle ich euch alle. Ich habe erfolgreich mich bei der EU für diese Pestizide minus nachhaltige Verwendung geäußert. Ich habe meine Situation für meinen Betrieb beschrieben. Ich bin mit 97% meiner Flächen in Schutzgebieten betroffen. Ich habe das dort in aller Deutlichkeit, so wie ich es gerne mache, beschrieben. Und das rate ich euch auch allen. Das ist unser Sprachrohr. Wir von LSV Bayern, LSV Deutschland haben bereits mit den Politikern gesprochen, haben unsere Möglichkeit der Kontaktaufnahme genutzt. Uns ist immer wieder suggeriert worden, es wird verstanden. Aber es muss auch jeder von euch selber nochmal auf die Seite der EU, wir hängen den Link auch nochmal an. Es dauert eine paar Minuten, bis man sich angemeldet hat, registriert hat. Da vergehen 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis man dann seine Situation beschrieben hat. Aber nehmt euch die Zeit. Und wenn ihr es nicht heute oder morgen macht, bis zum Montag, den 19.09. muss das erledigt werden. Und zwar von jedem von euch. Es nützt nichts, auf Demonstrationen mit mir zu diskutieren, irgendjemanden anzuschreien. Hier könnt ihr in aller Ruhe eure Gedanken niederschreiben. Und das ist wichtig. Und wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Demo. Aktuell ist Quedlinburg, Agrarministerkonferenz. Dort könnt ihr auch nochmal eure Bedenken dazu äußern. Fahrt dort mit hin. Setzt euch aber auf jeden Fall irgendwann mal auf die Bank, vielleicht in Quedlinburg oder zu Hause und füllt diese Website aus, schreibt eure Gedanken dort nieder. Ich wiederhole mich, aber ich mag's gerne. Macht's gut. Nur so können wir uns wehren. Ciao.